Was? Wieso geht das denn nicht? Wie kann ich denn da oben hinkommen? Da komme ich doch nur von einer anderen Seite ran, oder? Na egal. Was haben wir denn noch? Na, hier vorne kommen wir auch durch. Dir an. Zeig mal, was du gefunden hast. Zack Wave. Mut und Weisheit. Kannst du das Ding hacken? Doch, was ist das? Er hoffte, jemand würde seiner Spur folgen. Mit BD1 als Anführer. Alte Erinnerungen. Cordovas Druidenkit. Er hatte gehofft, jemand würde kommen, um das Geheimnis des Gewölbes zu lüften.
mein Freund. Ich flog eilig nach Coruscant und präsentierte meinen Fund dem Rat. Mein Freund, also Beschaffung des Holocrons. Mein Freund, ich flog eilig nach Coruscant und präsentierte meinen Fund dem Rat. Trotz meiner Beharrlichkeit, trotz meiner Studien, nahmen sie die Bedrohung nicht ernst. Nur eine Person glaubte mir. Meine Vertraute, Jocasta Nu. Sie gab mir ein Holocron aus dem Jedi-Archiv. Eine geheime Kopie ihrer Liste von jungen Machtbegabten. Okay. Hier kann ich das Laserschwert anpassen. Oder noch irgendwas anderes. Der Griff gehörte Cordova. Komisch, ich habe ihn zwar nie kennengelernt, aber er beruhigt mich. Stimmt. Ein Griff von Cordova? Ein besonderer Ort. Ich nehme den Griff mit. Ich finde den besser, den ich habe. Cairn. Diese Trümmer dienten als Cairns für die Druiden, die beim Bau der Forschungsstation auf Burgano geholfen hatten. Ohne ihre Hilfe wäre nur wenig über die Sepho oder ihre Gewölbe bekannt. Oh. Die Tür ist offen. Meine ich doch. Gegner sind jetzt schon wieder ein bisschen einfacher, ne? Klingt jetzt komisch, aber ich glaube, es ist das Astrium. Je näher wir dem Gewölbe kommen, desto stärker wird es. Vorsicht, Kumpel, wir wissen nicht, wie das Ding funktioniert. Das stimmt allerdings. Wir meditieren noch mal eine Runde, bevor wir uns da reinstürzen. Denn ich bin gespannt, was jetzt kommt. Und los, rein, BD. Ne? Ich höre hier was flüstern. Wie ein riesiges Holocron. Irgendwas ist mit der Wand. Ja, sehen wir nach.
Zivilisation ist für die Nachwelt gedacht. Trotz Weisheit und Fortschritt stehen wir vor der Ausrottung. Dogmen ließen uns das Gleichgewicht verlieren und langsam hat unser Stolz uns korrumpiert. Je mehr Kontrolle wir anstrebten, desto näher kam der Untergang. Ich führe den Rest meines Volkes ins große Unbekannte. Frieden, dies ist unsere große Hoffnung. Ich werde sie die Wege der Macht lehren. Meister Kestis? Wir werden mit dem Aufwärmen beginnen. Was ist die Macht? Versammelt euch alle. Meister Kestis? Glaubt ihr, das Imperium findet uns? Soll das die Zukunft sein? Ausschwärmen, da sind noch mehr. Ja, Sir. Du kannst dich nicht verstecken. Hab ich dich. Gib dich, dann verschonen wir vielleicht die Jüngsten. Ganz recht. Auf die Knie. Soll das die Zukunft sein? Die armen Jünglinge. Was? Wieso bin ich so gekleidet? Bin ich nicht.
schon befürchtet, dich hier zu sehen. Oh, wie ungewöhnlich vorausschauend von dir, Padawan. Ich dachte, deine größte Tugend wäre deine Sturheit, wenn du von einem Debakel ins nächste stolperst. Dann war es wohl ein Fehler, mich auf Bracca nicht zu töten. Das war Mitleid. Was ist schon ein kleiner Padawan gegen einen Preis, der mir die Gunst des Imperators verschafft? Und du glaubst, ich lasse dich mit dem Holocron entkommen? Aber natürlich nicht. Wir haben beide unseren Stolz. Aber dein Stolz hat das Leben so vieler machtbegabter Kinder auf dieser Liste gekostet. Und jetzt auch dein Leben. Wie du gesagt hast. Ich mag ihre Synchro nicht. Ich bin sehr stur. Immer noch auf der Flucht? Wache-Technik. Sofort! Hat Ziel dich nicht trainiert? Ich hab schon viel Schlimmeres ertragen. Werf einen rüber, BD ein! Wir dürfen uns nicht trennen. Bleiben wir zusammen. Nein. Ich locke sie weg und kehre dann auf einem anderen Weg zurück. Bleib bei den Jünglingen, Trilla. Möge die Macht mit dir sein. Meisterin, bitte geht nicht! Trilla, was wird jetzt passieren? Alles okay. Alles okay. Der Holocron ist weg. Eine Inquisitorin wird geboren. Als die zweite Schwester Cal im Gewölbe auf Bogano attackiert, gelangt ihr Lichtschwert durch ein unglückliches Manöver in seine Hände und löst bei ihm ein Echo ihrer tragischen Vergangenheit aus. Cal erfährt von Trillas Geschichte als Ceres Padawan, einschließlich der verstörenden Details ihrer Gefangennahme und Verwandlung in die zweite Schwester. Als diese Offenbarung Cal einen kurzen Moment lähmt, gelingt es Trilla, ihm das Holocron zu stehlen. Scheiße. Ich frag mich, wie sie da reingekommen ist. Ist sie auch hier unten, hier oben durch, oder was?
Bleib an dir dran! Aufpassen! Nimm das! Gehen wir dann. Ja! Hallo? Beeil dich, Kumpel! Die habe ich doch schon. Brockling. Brocklinge sind kleine, auch Borgano-heimische Kreaturen. Flinke Fluchtkünstler, die gelernt haben, auf ihren Zehen zu laufen. Auf ihren Zehen laufen. Das ist auch... Flinke Fluchtkünstler, die gelernt haben, auf ihren Zehen laufen. Mit dieser Technik können sie auf der felsigen Oberfläche vom Borgano ebenso schnell in die Richtung wechseln oder springen, wie in den Sumpfgebieten des Planeten. In den Sumpfgebieten des Planeten. Mit ihrem Pelz kompensieren sie den Wärmeverlust ihrer nackten Füße. Na, guck mal. So kann das gehen, ne? Schauen, was da noch drin ist. Ja, und los geht's. Ja, und los geht's. Komm raus, Kumpel. Neuranium. Was denn? Sind hier jetzt Indianer unterwegs? Hier hat auch keiner was gemacht, ne? Auf dem Schiff.
Offizier. Ich habe gesehen, was geschehen ist. Zwischen euch und Thriller, was ihr durchgemacht habt. Es tut mir leid. Ich war arrogant und echt dämlich. Ich habe nie verstanden, was ihr durchgemacht habt. Sie hatte ein Holocron. Ich weiß nur nicht, wo sie hin will. Ich bin verantwortlich für den Weg, den Thriller verfolgt. Und was sie als nächstes tut, ist die Quittung für all meine Fehler, Kerl. Unsere Fehler sind Vergangenheit. Wir sind alle verantwortlich. Und was wir als nächstes tun, ist das Wichtige. Das habt ihr mich gelehrt. Du hast recht. Ich weiß, wohin sie will. Ach, auf einmal. Zu einer Festung. Dorthin bringen sie Jedi. Die Inquisitoren kommen von diesem Ort. Dort regiert Folter. Es ist der Ausgang meiner Flucht. Hätte nie gedacht, dass ich zurückkehren würde. Ihr geht aber nicht allein. Ihr habt einen Freund bei euch. Nein. Ich habe einen Jedi bei mir. Kniet nieder. Gemäß dem Recht des Rates, nach dem Willen der Macht, Cal Kestis. Steh auf, Jedi-Ritter. Du bist bereit. So wie ihr. Werden Ritter wirklich, Jedi-Ritter wirklich so zum... Jedi, oder nein, werden Jedi so wirklich zu Jedi-Rittern geschlagen? Bin mir da nicht so sicher. Das verlorene Holocron. Cal und BD brachten das Astrium zum Gewölbe und fanden das Holocron. Cal hatte daraufhin eine Vision. Trainierende Jünglinge überfallen von Truppen des Imperiums. Ein Kampf, Tod, Folter. Cal als Inquisitor. Als er erwachte, stand Thriller vor ihm. Cal zog ihr Lichtschwert und wurde von einem Machtecho erfasst. Seer und Thriller gefoltert. Thrillers Gesinnungswandel, Seers Flucht. Als er zurückkehrte, waren Thriller und das Holocron verschwunden. Cal lief zum Schiff zurück, um Seer alles zu erzählen. Diese nutzte die Macht und schlug Cal mit Thrillers Lichtschwert zum Ritter. Ist das wirklich so? Ruhig. Zu ruhig. Kein Naturfan, was, Grace? Nur hinter Glas. Die Natur ist auch kein Fan von mir. Sekunde. Verstehe gerade nicht mal, warum ich überhaupt schon wieder einen Poncho anhabe. Ich glaube, das ist sehr hell. Neuranium. Einmal eine Runde ausruhen. Und ich würde sagen, ich beende damit die Aufnahme jetzt. Ich danke euch. Bis dahin.
fürs dabei sein, fürs Zuschauen. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, euer Olli. Euer Imgrimsch. Entschuldigung. Euer Imgrimsch. Ciao.